Speise hat über ein Thema gesprochen, was sehr seltsam, ja, kurios ist. Mas é muito rico e principalmente juntando com a palavra profética que a gente tem ouvido durante a semana na live e na mensagem. Das ist sehr kostbar und passt auch mit dem Wort zusammen, was wir unter der Woche gehört haben bei dem Livestream. O título da mensagem do Alimento Diário é O Abominável da Desolação. Der Titel von der täglichen Speise ist, wie heißt es auf Deutsch? Jemand steht hier, Speise. Ich kann das finden. Ich will kurz meine Hände, das ist einfacher. Oh, Herr Jesus. Das ist der Gräuel der Verwüstung. Amen. Der Gräuel der Verwüstung. Ja. Então, para alguns irmãos, falou assim, pode ficar com medo, né? Aquela coisa que a gente usava para atormentar os amiguinhos quando era criança. Manche Geschwister können Angst davor bekommen und man hat es irgendwie benutzt, um anderen Angst zu machen, wenn man jünger war. Eu me lembro de eu era criança contando para meus amigos, né, assim da do sobre as coisas do Apocalipse, eles ficando morrendo de medo, né? Ich erinnere mich daran, als ich jünger war und mein Freunden von Offenbarung erzählt habe und alles und sie haben dann immer Angst bekommen. Mas a gente não precisa, a gente tem que estar claro com respeito a esse tema. Wir müssen uns im Klaren über dieses Thema sein. E também nós não precisamos ter medo, né? Und wir dürfen auch keine Angst davor haben. Porque a gente espera ser arrebatado antes dele chegar, né? Weil wir uns erhoffen, bevor kommt, entrückt zu werden. Senhor Jesus, mas antes de entrar nesse tema, né? Aber bevor wir in dieses Thema einsteigen, o Pedro comentou muito na mensagem dessa semana e também na do Alimento Diário. Hat Pedro in der Botschaft von dieser Woche gesprochen, auch in der täglichen Speise. Existem duas linhas no universo, né? A linha do reino dos céus, da igreja, e a linha do mundo, a linha da Babilônia. Es gibt zwei Linien im Universum oder in der Welt, zwei Reiche. Es ist einmal das Reich der Himmel und einmal das Reich Babylons, der Babylonien. Ja. Das Reich Babylons. O reino da Babilônia é reino que ele não precisa de Deus. É o reino da independência do homem. Das Reich Babylons ist ein Reich, das Gott nicht braucht. Es ist von Gott unabhängig. In Genesis 10. 1. Mose 10. No versículo 10 fala de Nimrod. In Vers 10 wird von Nimrod gesprochen. No 9 já fala, como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. In Vers 9 wird schon gesagt, wie Nimrod, ein gewaltiger Jäger vor dem Herrn. O princípio do seu reino foi Babel. Und der Anfang seines Königreiches war Babel. A gente sabe pelo relato de Gênesis que depois do dilúvio, o homem, algumas gerações ali viveram com medo de Deus, ali, aquela coisa que poderia acontecer um novo dilúvio, e ficou na... E ficou naquela tensão, né? Temos que obedecer a Deus, senão ele pode vir um outro dilúvio ou alguma outra coisa. Wir sehen erst bei Mose, dass die Generation nach der Sintflut sehr viel Angst hatten davor, dass wieder eine Sintflut geschehen könnte, und sie hatten sehr viel Furcht vor dem Herrn. Eles ainda tinham na memória deles a lembrança do dilúvio, né? Sie hatten noch die Sintflut in ihrer Erinnerung. A gente sabe que tem os descendentes de Cam que eles Cam, oder? Que eles tiveram um caso com Noé, questão com Noé, e eles se separaram também do Senhor mais ainda. Es gab Cam, der also ein Sohn Noahs, der sich von ihm getrennt hat später. Então o Nimrod promoveu a separação, né? Ele criou cidades onde ele dizia: nós não precisamos de Deus,
Nós precisamos só da força do homem e isso basta. Nimrod hat eine große eine Trennung verursacht. Er hat Städte gebaut und gesagt, wir brauchen Gott nicht mehr, wir brauchen nur die Kraft des Menschen. Ele queria construir uma torre que pudesse chegar até o céu, ou seja, um desafio. Daqui em diante, o homem dá conta de si mesmo. Er wollte einen Turm bauen, der bis zum Himmel reichte, und das war eine Herausforderung. Von ab hier wird der Mensch alleine auskommen. Esse princípio continua até o dia de hoje. Und das ist ein Prinzip, das bis heute andauert. E cada vez acredito que fica mais forte. Und ich denke, es wird immer stärker. O homem, a gente vê em Salmos 2. Wir sehen im Psalm 2. Que o homem quer se libertar de Deus. Dass der Mensch sich von Gott trennen möchte. O versículo 1 ao 3 diz: porque se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs. Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Psalm 2, Verse 1 bis 3. Warum toben die Nationen und sinnen eitles die Völkerschaften? Es treten auf Könige der Erde, und Fürsten tun sich zusammen gegen den Herrn und gegen seinen Gesalbten. Lasst uns zerreißen ihre Bande und von uns werfen ihre Stricke. Então, esse é o princípio de Babel. Nós não precisamos de Deus. Das ist das Prinzip von Babel. Wir brauchen Gott nicht. A gente conhece isso muito bem das pessoas, né? Wir kennen es sehr gut von den Menschen. Você pode falar sobre tudo, mas você chegou a parte de Deus. Não, pera aí. Man kann über alles Mögliche reden, aber wenn man anfängt, über Gott zu reden, nein, stopp, will ich nicht. Mas eu acho engraçado que, apesar de ser uma abordagem ateísta, que de rejeição a Deus, isso se tornou uma porta para a idolatria. Eu não entendi. Apesar de ser uma coisa de oposição a Deus, obwohl es eine Haltung ist, eine sehr atheistische Haltung gegen Gott, ist es gleichzeitig Götzendienst, ne? Eine Tür für Gott, Götzendienst. O homem viu que logo ele percebeu que ele não conseguia controlar a força da natureza. Der Mensch hat bemerkt, dass er nicht die Natur kontrollieren konnte. Você pode arar toda a terra, você pode preparar todo, mas se não vem chuva, você fez tudo em vão. Du kannst die ganze das Feld vorbereiten, die Erde bearbeiten, aber wenn dann kein Regen kommt, war alles umsonst. Você diversas questões, eu trabalho, mas os negócios não rendem nada. Du kannst arbeiten, aber es bekommst davon nichts zurück oder hast keinen Erfolg dabei. Muitas situações, a gente sabe que hoje tem santo para tudo, né? No catolicismo ou até mesmo para casamento, relacionamento, para ter filho, você Im Katholizismus gibt es Heilige für alles Mögliche, für Ehe, Beziehung, wenn man Kinder kriegen möchte. Então a gente tem para achar para tudo tem alguma coisa no mundo, né? Então tem um Deus, uma divindade para tudo que o homem precisa. Es gibt ein Gott, eine Göttlichkeit für alles, was du brauchst, für jedes Thema, was du brauchst, gibt es irgendeinen Gott dafür. O homem recusou aquele que era o criador de todas as coisas. Der Mensch hat denjenigen abgelehnt, der alles geschaffen hat. Porém, ele ainda precisa de alguma ajuda divina. Aber der Mensch braucht irgendeine göttliche Hilfe. Eu conheço muita gente que se diz ateia. Ich kenne viele Menschen, die sagen, dass sie Atheisten sind. Mas não perde a oportunidade de ver o horóscopo. Aber die ganze Zeit die Horoskope schauen. Ou alguma outra, deixa essa coisinha pra essa estátua aqui, porque vai que mal não faz, né? Oder so sich irgendeine Statue hinstellen und sagen, es wird mir bestimmt helfen. Então a adoração, o princípio humano de rejeitar a Deus, só levou o homem a cair mais ainda.
Also als der Mensch dann Gott abgelehnt hat, ist er nur noch mehr gefallen. E a gente vê que o abominável da desolação vai terminar com ele colocando a imagem de uma besta dentro do santuário. Wir sehen, dass das Gräuel der Verwüstung ein Bild, ein Götzenbild in den Tempel hineintun wird. E essa imagem vai ter o poder de inclusive matar aqueles que não adorarem. Dieses Bild wird diejenigen töten, die das Bild nicht anbeten werden. Ou seja, essa coisa vai ser feia, né? Es wird also schlimm werden. Se nós formos arrebatados vivos, a gente não precisa passar por essa parte. Wenn wir lebendig entrückt werden, müssen wir dadurch nicht gehen. Mas ainda voltando para a questão de Babel, né? Aber zurück zum Thema von Babel. Eu acredito que a semente de Babel estava desde o começo de Gênesis 2 com a árvore do conhecimento do bem e do mal. Ich denke, dass der Ursprung von Babel dort in 1. Mose 2 ist, mit dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Satanás ofereceu pro homem a oportunidade de ele conhecer o que é bom e o que ele é ruim e o que é ruim. Satan hat dem Menschen die Möglichkeit angeboten, zu erkennen, was gut und böse ist. O homem não precisa mais de Deus agora. Ele pode decidir por si mesmo o que é bom e o que é ruim. Der Mensch kann jetzt selber entscheiden, was gut und böse ist, braucht Gott nicht mehr dafür. E o Senhor, Deus criou todas as coisas. Der Herr hat alle Dinge geschaffen. Hoje a gente depende dele, ele criou o sol, ele criou a terra, ele criou os animais, ele criou tudo perfeito. Wir hängen von ihm ab, er hat die Sonne geschaffen, die Erde, die Tiere, alles auf eine perfekte Weise. A gente poderia depender do Senhor no mesmo modo, poxa, como o Senhor fez todas as coisas, ele também cuida do ser humano, que é a obra-prima da criação dele. Wir könnten von ihm auf so sehr abhängen, wow, er hat alle Dinge geschaffen, dann könnte er auch sich um den Menschen kümmern, der sein Meisterwerk ist. Porém, o homem escolheu o seu próprio caminho. Aber der Mensch hat seinen eigenen Weg ausgesucht. Hoje, na vida da igreja, a gente sabe no nosso serviço que a gente muitas vezes escolhe a nossa capacidade em vez da dependência do Senhor. Heute sehen wir auch in der Gemeinde, dass wir oft auch im Dienst oft unsere eigene Fähigkeit aussuchen oder uns dafür entscheiden, statt vom Herrn abzuhängen. Para nossa vida pessoal ou para o serviço do Senhor, a gente ainda pode viver no princípio de Babel. In unserem persönlichen Leben, auch im Dienst zum Herrn, können wir immer noch nach dem Prinzip von Babel leben. Por que os irmãos têm falado tanto da palavra profética? Que a palavra profética faz a obra do Senhor. Wieso haben die Geschwister so viel von dem prophetischen Wort gesprochen, dass das Wort das Werk des Herrn tut? Porque a gente sai do princípio de Babel. No princípio de Babel, aqueles que são capazes são, podem fazer. Mas o princípio da palavra é: eu obedeço e a palavra vai fazer por meio de mim. Como está a coisa? O princípio de Babel. Das Prinzip von Babel. Eu tenho a capacidade para ele fazer as coisas. Ich habe die Fähigkeit, die Dinge zu tun. Inclusive de servir a Deus. Und auch Gott zu dienen. É como fez Caim, né? Auch wie Caim das gemacht hat. Da força dele, ele pensou que Deus quer, eu vou oferecer isso aqui. Gesagt, mit meiner Kraft schaffe ich es, Gott zu gefallen, ihm das zu geben, was er möchte. Mas o princípio divino. Aber das göttliche Prinzip ist. A palavra vem de Deus. Das Wort kommt von Gott. Vai pro seu profeta. Geht zum Propheten. Ele passa pros santos. Das Wort geht zu den Heiligen. E os santos executam essa palavra. Und die Heiligen führen das Wort aus. Não depende da capacidade dos santos. Das hängt nicht von der Fähigkeit der Heiligen ab. Depende deles serem ligados na videira. Das hängt davon ab, ob sie am Weinstock angebunden sind oder nicht. Senhor Jesus. Amém. Herr Jesus. Mas a Babilônia vai acabar. Amém. Aber Babylon wird zum Ende kommen. Ela tá chegando já, no, a gente tá vendo a linha final dela. Wir sehen schon das Ende von ihr. Ela vai terminar com o anticristo.
Es wird mit dem Antichristen zu Ende kommen. Ou vai terminar ali com os santos, os arrebatados. O Senhor vai vir com seus anjos e vai pisar todo mundo ali naquele Armagedon. Der Herr wird mit seinen Engeln kommen und wird zertreten auf dem Berg von Armageddon. Ou seja, antes ali no antes da grande tribulação, os vencedores vão ser arrebatados. Vor der großen Trübsal werden die Überwinder entrückt werden. Ou aqueles que não forem vencedores, aqueles que ficarem, vão ter aí uns 3 anos e meio de de SEAP, aperfeiçoamento, né? Diejenigen, die nicht Überwinder sein werden und hier bleiben werden, werden 3,5 Jahre SEAP haben, wo sie ausgerüstet werden können. No final dos 3 anos e meio, dos segundos 3 anos e meio, vai então o Senhor vai vir para aparecer para a Terra inteira, né? Und dann am Ende von diesen 3,5 Jahren wird der Herr dann öffentlich erscheinen und der ganzen Erde erscheinen. Ele vai acabar com a Babilônia. Er wird Babylon vernichten. Ele vai estabelecer o reino milenar. Er wird das 1000-jährige Reich aufrichten. Onde todos, onde a vontade dele vai ser feita. Wo sein Wille getan werden wird. E nós vamos reinar com ele. Und wir werden mit ihm herrschen. Oh, Senhor Jesus. Herr Jesus. Por isso que hoje, se a gente quer reinar naquele dia, deswegen werden wir an jenem Tag herrschen wollen. A gente tem que aprender a sair da Babilônia hoje. Müssen wir lernen, aus Babylon rauszukommen heute. A gente tem aprendido a depender do Senhor para todas as coisas. Wir lernen von Gott in jeder Situation abhängig zu sein. Não somente questão de trabalho, da nossa subsistência pessoal. Nicht nur bei der Arbeit, damit wir uns selbst ernähren können. Mas a gente tá aprendendo até para fazer a obra do Senhor. Aber auch das Werk des Herrn zu tun. O Senhor, ele na nossa vida pessoal, ele ganha muito a gente por meio do emprego, da escola, dessas coisas. In unserem persönlichen Leben gewinnt uns der Herr sehr bei der Arbeit, bei der Schule, bei den alltäglichen Dingen. Você pode perguntar, mas no mundo eles também têm essas mesmas experiências. Por que Deus se importa com essas coisas no nosso dia a dia? Aber du kannst sagen, in der Welt haben sie dieselben Erfahrungen, wieso kümmert sich der Herr darum um mich? Porque nessas experiências a gente busca o Senhor para ele gerar as coisas em nós. Weil in diesen Situationen wir den Herrn suchen, damit er ele gera o que é eterno em nós. Er bringt dann das hervor, was ewig ist. O Miqueias, ele tá procurando trabalho e eu Miqueias sucht eine Arbeit. Eu tava na mesma situação que ele até agora há pouco. Und bis vor kurzem war ich auch in derselben Situation. O trabalho é uma coisa temporária. Arbeit ist etwas vergängliches. Ja. Apartamento é uma coisa temporária. Eine Wohnung ist etwas vorübergehendes. Mas a experiência que o Senhor pode deixar dentro de nós é eterna. Aber die Erfahrung, die der Herr uns dabei geben kann, ist ewig. Quando a gente depende do Senhor e vê o Senhor cuidando de nós. Wenn wir vom Herrn abhängig sind und weiß gesehen. Quando a gente Wenn der Herr sich um uns kümmert, a gente aprende a confiar nele. Lernen wir ihm zu vertrauen. A gente aprende a gente gera dentro de nós algo que veio da dimensão de Deus. Wir bringen etwas in uns hervor, was von der Dimension Gottes kommt. Poderia só ser achar emprego. Wir könnten einfach nur eine Arbeit finden. Mas o Senhor, ele quer usar por meio do emprego gerar uma experiência em nós. Und der Herr möchte durch die Arbeit eine Erfahrung in uns hervorbringen. O emprego vai passar. Der Job wird vergehen. Os apartamentos vão passar. Wohnungen werden vergehen. Céu e a terra vão passar. Himmel und Erde werden vergehen. Mas aquilo que o Senhor ganhou em nós, aber das, was der Herr in uns gewinnt, vai entrar na eternidade. Wird in die Ewigkeit hineingehen. Então, o Senhor quer nos ganhar por situações do dia a dia. Der Herr möchte uns in den Situationen des Alltags gewinnen. Orar por uma pessoa.
für jemanden beten. A gente, o Senhor ganhou em nós, ele ganhou nosso coração na situação de depender dele. Der Herr gewinnt unser Herz in der Situation, wo wir von ihm abhängen. Ele ganha uma parte de nós que tá agora com ele na eternidade. Er gewinnt einen Teil von uns, der jetzt in der Ewigkeit ist. O serviço da igreja. Der Dienst in der Gemeinde. Eu posso pegar aqui e tocar um violão como se faz em qualquer show por aí. Ich kann hier die Gitarre nehmen und spielen, wie man es auf jedem Show in der Welt tut. Mas por meio de ser edificado com os irmãos. Aber um hier aufgebaut zu werden mit den Geschwistern. Eu posso ganhar uma experiência que vai entrar na eternidade. Kann ich hier eine Erfahrung bekommen, die in die Ewigkeit hineingehen wird? Por meio do que é temporal, durch das, was vergänglich ist, Deus tá ganhando o que é eterno. Gewinnt Gott das, was ewig ist. Então, por isso que o Alexandre falou. Deswegen hat Alex gesagt, a gente não tem que olhar pra prova, wir dürfen nicht auf die Prüfung an sich schauen, mas a prova atrás da prova. Aber auf die Prüfung hinter der Prüfung. O João não tá aqui. João ist nicht hier. Mas, bom, os irmãos sabem da prova do A1 dele, né? Aber die Geschwister wissen von seiner A1-Prüfung. A prova do A1 em si não é o importante. Die Prüfung an sich ist nicht wichtig. A experiência de depender do Senhor, aber die Erfahrung von Gott abzuhängen, é muito mais importante. Ist viel wichtiger. Isso vai ser ali uma isso foi levado para a eternidade. Das wird er in die Ewigkeit mit hineinbringen. Senhor Jesus. Herr Jesus. Nossa, tem tanta palavra, tanta coisa aqui. Es gibt so viel Wort. Que a gente tem desfrutado na palavra profética. Was wir genossen haben vom prophetischen Wort. Senhor Jesus. Herr Jesus. Eu acho que eu não vou focar tanto na parte do anticristo, porque ich glaube, ich werde nicht so viel vom Antichristen sprechen. A gente pode falar dessa questão de Efésios 1 e 2, né? Können von Epheser 1 und 2 sprechen. Efésios 1 e 2, a carta de Efésios é uma coisa mais extraordinária. Der Epheserbrief ist etwas überragendes. O princípio de Deus é tão maravilhoso. Die Prinzipien Gottes sind so wunderbar. Porque mostra que a gente não tinha capacidade. Er zeigt uns, dass wir keine Fähigkeiten hatten. O capítulo 2 começa Kapitel 2 dizendo que nós estávamos mortos em vossos delitos e em pecados. Sagt, dass wir tot waren in unseren Vergehungen und Sünden. No português começa com ele vos deu vida. Im Portugiesischen fängt es damit an, er hat euch Leben gegeben. Eu não sei se no alemão tem isso também. Auch euch hat er auferweckt. Então, essa primeira parte, dieser erste Teil, ela não está no original. Ist nicht im Original enthalten. Porque os quatro primeiros versículos, eles são um pouco negativos. Die ersten vier Versen ein bisschen negativ. Falaram que a gente estava no curso desse mundo. Sprechen davon, dass wir nach dem Zeitlauf der Welt wandelten. Então ele vai até os três primeiros versículos falando um pouco da nossa condição. In den ersten drei Versen wird von unserem Zustand gesprochen. Os tradutores, eles resolveram puxar alguma coisa do versículo 4 para dar uma suavizada no capítulo, no versículo 1. Die Übersetzer haben ein bisschen was von Vers 4 schon am Anfang geschrieben. Mas a nossa história inicial não era bonita. Aber unsere Geschichte am Anfang war nicht schön. Não tem nenhuma introdução com ele vos deu vida. Es gab keine Einführung mit er hat euch Leben gegeben. O Senhor, ele nos tirou de uma condição muito ruim. Der Herr hat uns aus einem sehr schlechten Zustand gerufen oder rausgeholt. Nós estávamos mortos. Wir waren tot in unseren Vergehungen und Sünden. Wenn hier tot gesagt wird, dann heißt es tot im Geist. Gott schaute auf uns und hat nichts gesehen, was es wert wäre. Aber Kapitel 2 geht zu Ende. Versículo 22. Vers 22. No qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito.
Und in ihm werdet auch ihr mit aufgebaut zu einer Behausung Gottes im Geist. Was hier im Kapitel 2 passiert, ist wunderbar. A gente era morto. Wir waren tot. Agora estamos sendo edificado. Habitação de Deus no Espírito. Und jetzt sind wir aufgebaut zu einer Behausung Gottes im Geist. Senhor Jesus. Herr Jesus. Tem Prozess no Kapitel 2. Maravilhoso. Hier ist ein wunderbarer Prozess in Kapitel 2. Habitação de Deus no Espírito. Já pensou isso? Behausung Gottes im Geist. Hast du schon mal daran gedacht? Deus quer morar conosco. Der Herr möchte mit uns wohnen. Deus quer morar na sua igreja. Der Herr möchte in seiner Gemeinde wohnen. Fala aqui de quem que ele nos deu vida. Hier wird gesagt, dass er uns Leben gegeben hat. Ich werde wegen der Zeit jetzt nicht das ganze Kapitel durchsprechen. Por causa do tempo. Wegen der Zeit. Mas eu quero que os irmãos leiam o capítulo 2. Aconselho, né? Aber ich rate euch, den Kapitel 2 zu lesen. Com essa curiosidade. Mit dieser Neugierde. Como que saiu de mortos em delitos e pecados? Wie bin ich aus diesem Zustand Tod in Vergehungen und Sünden zu Behausung Gottes im Geist gekommen? Senhor Jesus, Herr Jesus, a palavra profética tem nos falado que o Senhor ele quer encher todas as coisas, né? Das prophetische Wort hat gesagt, dass der Herr alle Dinge füllen möchte. Ele fala lá, o versículo 10 eu preciso ler, o versículo 9 e 10. Vers 9 und 10 muss ich lesen. É de outro patamar essa. Eu fico meio preso nas coisas do dia a dia. Manchmal sind wir in unserem Alltag gefangen. Mas quando a gente vê o Pedro falando de Efésios, do livro de Efésios. Und wenn wir Bruder Pedro von Ephesus sprechen hören. Eu digo, Senhor, onde é que eu tô com a cabeça? Dann sage ich, Herr, wo bin ich da mit meinem Kopf? O Senhor quer nos levar a ser edificado casa espiritual. Der Herr möchte uns aufbauen zu einer Behausung, einer geistlichen Behausung. No princípio de Babilônia, im Prinzip Babylons, a gente pode gerar só o que é terreno. Können wir nur das hervorbringen, was irdisch ist. A gente pode gerar, pode fazer 1 milhão de coisas. Wir können 1 Million Dinge tun, mas não geramos nada na dimensão espiritual. Aber wir werden nichts in der geistlichen Dimension hervorbringen. Não importa quão capazes nós fomos. Egal wie fähig wir sind. Quanta inteligência. Wie intelligent wir sind. Não é impossível em nós mesmos gerar algo na dimensão espiritual. Es ist unmöglich, dass wir in uns selbst etwas für die geistliche Dimension hervorbringen. Por isso a gente já pode desistir agora. Deswegen können wir schon aufgeben. Quando nós desistimos da nossa própria capacidade, wenn wir unsere eigenen Fähigkeiten aufgeben, a gente consegue se libertar. Können wir uns befreien. E depender mais da palavra. Und vom Wort abhängen. Se o Senhor ele quer fechar essa era, wenn der Herr dieses Zeitalter beenden möchte, e ele não pode usar minha capacidade, uma pergunta ou Não, uma afirmação. Kann er nicht meine Fähigkeit benutzen. Então, ele vai me dar todos os meios. Er wird mir dann alle Mittel geben. Senhor Jesus. Herr Jesus. Esse versículo 9 e 10, vamos ler o... Vers 9 und 10 von Epheser 2. Epheser 1. Epheser 1. Ja. Amen. Vamos no 9. Desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o beneplácito que propuser em Cristo, de convergir nele na dispensação da plenitude dos tempos todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Amen. Epheser 1, 9 und 10. Er hat uns ja das Geheimnis seines Willens zu erkennen gegeben, nach seinem Wohlgefallen, das er sich vorgenommen hat, in ihm für die Verwaltung bei der Erfüllung der Zeiten alles zusammenzufassen in dem Christus, das, was in den Himmeln und das, was auf der Erde ist, in ihm. Der Herr will alles, was in der himmlischen Sphäre, kann man das sagen, im himmlischen Bereich ist e as da terra, und alles, was hier auf der Erde ist, ele tá convergindo.
möchte alles zusammenfassen. E nós estamos no centro disso. Und wir sind im Zentrum davon. A gente nunca teve fisicamente na dimensão espiritual. Wir waren nie physisch in der geistlichen Dimension. Nossa mente humana nem consegue imaginar como que é isso. Und mit unserem menschlichen Verstand können wir das uns nicht vorstellen, wie das wäre. Mas a gente tem provado na vida da igreja. Aber wir haben es trotzdem in dem, im Gemeindeleben erfahren. O Senhor nos tem, ele, a gente, oh Senhor Jesus, não sei nem como é que eu descrevo. Hey Jesus, weißt du mal, wie ich das beschreiben soll? E fala aqui no versículo 11, no qual nós fomos também feitos herança. Vers 11 sagt, und in ihm haben wir auch ein Erbteil erlangt. Predestinados segundo o propósito daquele que fez todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Die vorherbestimmt sind nach dem Vorsatz dessen, der alles nach dem Rat seines Willens wirkt. Oh, Senhor Jesus. Herr Jesus. Nós somos a herança de Deus. Wir sind Erben Gottes, Erbteil Gottes. Fisicamente para os irmãos. Wenn wir physisch oder menschlich gesehen auf die Geschwister schauen. A gente não consegue entender por que que Deus quer isso como herança. Können wir nicht verstehen, wieso Gott das als Erbteil möchte. Então a gente tem que mudar de esfera. Deswegen müssen wir in einen anderen Bereich gehen. O Senhor já vê tudo pronto. Der Herr sieht schon alles, wie alles fertig ist. O Senhor já nos vê edificados. Der Herr sieht uns schon aufgebaut. Oh, Senhor Jesus. Herr Jesus. O 12 fala para sermos para louvor da sua glória. Damit wir zum Preis seiner Herrlichkeit sind. Ele nos deu ainda um pouco mais no 13. Dann Vers 13. Ele nos deu o Espírito. Hat er uns den Geist gegeben. Com qual ele nos selou. Mit dem er uns versiegelt hat. E no 14 ele diz que esse Espírito é o penhor da nossa herança. Dann wird auch gesagt, dass dieser Geist die Anzahlung auf unser Erbe ist. Até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Auf die Erlösung seines Eigentums zum Preis seiner Herrlichkeit. É muito rico porque o penhor da herança é como no passado, como se negociava a terra no passado. Diese Anzahlung auf Erbe ist wie man früher Sachen bezahlt hat. Oh, Senhor Jesus. Tinha uma grande terra. Man hatte Land. Mas não dava para você levar fotos, ou não dava para você levar um mapa direito. Então eles levavam um pedaço do solo para mostrar para a pessoa que dava para plantar. Man hatte keine Fotos, konnte keine Karte zeigen, deswegen musste man ein Stück von der Erde, vom Land mitnehmen. Então quando você comprava aquela terra, wenn du dann dieses Land gekauft hast, tinha um pedaço para você levar lá e comparar quando você chegasse no local. Dann hattest du ein Stück von dieser Erde, wo das du dann vergleichen konntest mit dem Grundstück, als du dann hingegangen bist. Você me vendeu essa terra aqui, mas eu cheguei aqui na propriedade e não é ela. Du hast mir hier diese Erde gegeben, aber ich bin dahin gegangen und das ist nicht dasselbe. Mas o Espírito é o nosso penhor. Aber der Geist ist unsere Anzahlung. O Senhor já nos deu um pedaço. Der Herr hat uns schon ein Stück gegeben. Só que daqui a pouco ele vai nos dar a propriedade toda. Aber schon in wenig Zeit wird er uns das ganze Grundstück geben. Se a gente já desfruta desse pedacinho, wenn wir schon von diesem kleinen Stück genießen, que a gente vai desfrutar da propriedade inteira, né? Wie wird es sein, wenn wir vom ganzen Grundstück genießen? Senhor Jesus. Herr Jesus. Oh, Senhor Jesus. Hey Jesus. Aqui não fala que nós somos também o poema dele, a feitura dele. Hier wird auch gesagt, dass wir sein poema sind. Von wie steht es hier? Okay. Sein Meisterwerk. Somos feitura dele, acho que é o 2:10. Momento, espera um pouquinho. Ah, 2:10. Kapitel 2, Vers 10. Wir sind sein Gebilde. Von ihm geschaffen. Nós somos uma obra-prima, acho que é Meisterwerk, wir sind sein Meisterwerk. Você olha para os irmãos, du schaust auf die Geschwister, olha para a igreja, schaust auf die Gemeinde, obra-prima. Meisterwerk. Poema. Poema. O Senhor já vê isso. Der Herr hat das schon, sieht das schon. Sente, olha humanamente, mas onde está isso?
Wenn wir mit menschlichen Augen schauen, dann fragen wir, wo ist das? Aber der Herr sieht schon, wie das am Ende sein wird. Er wird es tun. Aber nicht mit unserer Fähigkeit. Nicht nach dem Prinzip von Babel. Es wird durch ihn geschehen. Durch das prophetische Wort. Jetzt sehen wir, wie die Geschwister nach Afrika gehen. Sie sind entrando lá no Quênia, né? Gehen nach Kenia. Tá entrando de cabeça, né? Gehen mit, keine Ahnung, Kopfsprung. Qual que é a capacidade dos irmãos de ganhar toda a África? Die Geschwister wollen ganz Afrika gewinnen. De ganhar toda a Europa. Ganz Europa. De ganhar todo mundo, né? Die ganze Welt. A gente não tem a força, né? Wir haben nicht die Kraft dazu. Então a gente pode desistir. Deswegen könnten wir aufgeben. A gente pode agora então seguir a palavra profética. Wir können dem prophetischen Wort folgen. E o Senhor vai nos dar a direção, né? Und der Herr wird uns die Richtung zeigen. Senhor Jesus. Hey Jesus. Eu queria também que os irmãos pudessem compartilhar. Ich will auch, dass die Geschwister ein bisschen mitteilen können. Wenn die Geschwister was genossen haben. Von der täglichen Speise. Das lives, von den Livestreams. O importante é nós estamos na linha do reino. Das Wichtige ist, dass wir im Reich des in der Linie des Reiches sind. Nós não estamos nós estamos na linha da árvore da vida. Wir sind auf der Linie vom Baum des Lebens. E a árvore do conhecimento do bem e do mal não gera nenhuma edificação, não gera nenhuma edificação. Der Baum der Kenntnis des Guten und Bösen bringt gar keinen Aufbau hervor. Por isso, viver no Espírito. Deswegen müssen wir im Geist leben. Ser fiel aos irmãos. Den Geschwistern treu sein. A palavra profética. Dem Wort treu sein. Não depender de nós mesmos. Nicht von uns selbst abhängen. E o Senhor mesmo vai fazer o poema dele. Und der Herr wird sein Poema machen. Amém. Amen.